unser nächster Gast, von dem ich, da ist er, ganz genau, weil er schaut besonders drauf, wie Agrarpolitik umweltfreundlich wird. Hier für euch der Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, oder viele kennen es als NABU, Olaf Tschimpke. Hallo! Super, dass ihr da seid. Auch super, ihr Bauern, dass ihr da seid. Auch ihr gebt uns Hoffnung. Ihr gebt dem Naturschutz Hoffnung, dass es sich ändern kann. Ihr gebt den Insekten Hoffnung, ihr gebt den Vögeln Hoffnung. Lasst es uns bitte gemeinsam machen. Ihr seid super, dass ihr hier seid. Ein herzliches Dankeschön. Wir stehen vor einem ganz, ganz wichtigen Jahr. Die EU-Agrarförderung wird neu aufgesetzt dieses Jahr. Wir müssen sie ändern. Wir müssen sie so ändern, dass sie den Bauern hilft und der Natur hilft. Und was macht Frau Klöckner? Was macht Frau Klöckner? Frau Klöckner schweigt und schweigt und schweigt. Jedenfalls in Brüssel. Sonst auf Twitter ist sie jeden Tag. Auch bildschöne Bilder macht sie jeden Tag. Aber wenn es darum geht, Weichen zu stellen, taucht sie ab. Und Frau Klöckner, Sie haben eine einmalige Chance dieses Jahr. Sie können Geschichte schreiben für eine Agrarreform, die naturverträglich ist. Wenn Sie diese Geschichte nicht schreiben, werden Sie demnächst schnell Geschichte sein, Frau Klöckner. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen gegen die Agrarindustrie. Wir müssen die Mittel, wir haben Steuermittel, wir müssen die neu verteilen. Und zwar so, dass sie bei den Bauern ankommen für naturverträgliche Wirtschaft. Sie sollen dafür bezahlt werden. Sie sollen faire Preise kriegen. Und das Geld soll nicht landen bei Spekulanten. Und es soll auch nicht landen bei den Besitzern von Boden. Sondern es soll landen bei Wirtschaften, Landwirten. Das ist das zentrale Ziel und das müssen wir dieses Jahr hinbekommen. Der NABU und alle Umweltverbände werden an dieser Stelle an ihrer Seite stehen. Wir sind nicht gegen bäuerliche Landwirtschaft, sondern wir unterstützen sie. Wir sind die Förderer. Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft. Wir wollen aber raus aus dieser Agrarindustrie. Wir wollen raus aus den großen Konzernen, die mit Pestiziden handeln. Wir wollen die Unabhängigkeit der Bauern von diesem System. Und deswegen müssen wir Agrarförderung umstellen. Werden keine Chance haben, wenn wir das jetzt nicht endlich angehen. Und das geht darum, dass wir auch der Natur ihr Recht geben, dass wir tatsächlich das Insektensterben stoppen, dass wir gleichzeitig das Vogelsterben stoppen. Das ist unser zentraler Auftrag. Und wie kriegen wir das hin? Dies Jahr, bitte, geht zur Europawahl. Überlasst Europa nicht den Nationalisten. Das wird eine einzige Katastrophe. An Herrn Hogen habe ich eine deutliche Botschaft. Es kann nicht sein, dass die Bauern in Europa gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen eine europäische Agrarpolitik, die fair zu allen Bauern in Europa ist und keine Dumping. Und weil das so ist, müssen wir jetzt den Mut haben, Politik auch einzufordern. Frau Klöckner, es reicht nicht, wenn Sie nur schwitzen und schöne Bilder machen. Sie müssen jetzt auch mal entscheiden und Ihre Blockadehaltung aufgeben. Herzlichen Dank und toll, dass ihr da seid.